Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Handwerker ganz normal auf Rechnung beauftragen oder lieber unter der Hand einfach Barzahlung. Ja, die Frage sollte sich eigentlich nicht stellen, aber nichtsdestotrotz in der Praxis sieht es dann doch manchmal ein bisschen anders aus. Deswegen geht es halt heute einmal darum, euch eine kleine Entscheidungsgrundlage zu bieten. Und ja, ich möchte natürlich an der Stelle nochmal erwähnen, ich bin halt kein Steuerberater. Ich darf hier weder beraten noch irgendwelche, ihr wisst, ihr kennt das übliche, kleiner Disclaimer an der Stelle. Also ist einfach hier nur ein Unterhaltungsvideo und ihr könnt euch auch eigene Gedanken dazu machen und natürlich im Zweifelsfall immer einen Steuerberater hinzuziehen. Ja, wie sieht es mit der Praxis aus? Also ich bin ja selber in WhatsApp-Gruppen aktiv oder habe auch hier und da schon öfter mal Handwerker beauftragt. Und habe auch immer wieder dazu gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Rechnung haben, ich brauche die einfach. Und habe dann immer wieder die Nachfrage, ja, geht es nicht doch lieber vielleicht irgendwie bar? So. Und dann denken sich die meisten ja, ja, wieso? Aber ich spare doch, wenn ich bar zahle. Und in der Regel ist es ja so, die Handwerker streichen die Mehrwertsteuer. Und im heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, wieso das nicht stimmt. Ja, also, wir steigen mal direkt ein mit einem Beispiel. Und es heißt ja immer so in der Immobilien. Szene, wenn man einsteigen möchte, 2.000 € netto sollte man haben. Von daher habe ich hier mal ein Beispiel genommen, wo jemand ein Brutto-Monatsgehalt von 3.065 € hat. Das ist netto 2.000 € oder aufs Jahr hochgerechnet habe ich das auch schon mal direkt. Ja, Werbungskosten, Vermietung und Verpachtung, wir machen das mal der Einfachheit halber auf 0 und auch sonst rechnen wir keine Werbungskosten an, einfach damit es vergleichbar wird. Ihr werdet am Ende sowieso verstehen, wieso, weshalb und warum und wohin die Reise geht. So, das bedeutet, das zu versteuernde Einkommen ist natürlich gleich geblieben, da ist keine Veränderung. Wenn ich das mal in den Steuerrechner eintippe, ergibt sich folgende Steuerlast, also in dem Falle 7.244 €. Bedeutet Gehalt nach Steuern, also Sozialversicherungssachen sind hier sowieso gar nicht berücksichtigt, aber ne, wir wollen es ja vergleichbar machen und deswegen einfach nur mal so ein Beispiel. So, also Gehalt nach Steuern 29.536 € und dann muss ja davon noch die Barzahlung getätigt werden. Einfach mal der Einfachheit halber 1.000 € für eine Rechnung. Stellt euch da irgendwas vor, ich sage jetzt mal irgendwelche Fliesenarbeiten und das macht dann unterm Strich Einnahmen nach Steuern von 28.536 €. So, jetzt haben wir den gleichen Fall nochmal. Alles ist genau gleich, nur derjenige sagt, hey, pass auf, ich möchte aber eine Rechnung. Dann sagt der Handwerker, ja, dann muss ich dir aber die Mehrwertsteuer aufschlagen. Das ist hier oben passiert. Und deswegen habe ich hier auch unter Werbungskosten diese 1190 €, also im Prinzip der Rechnungs ursprüngliche Betrag plus Mehrwertsteuer. So, dann haben wir ein zu versteuerndes Einkommen von 35.590, also etwas weniger. Dadurch ergibt sich auch eine geringere Steuerlast. Und ich habe ein Gehalt nach Steuern von 28.738 Euro. Und wenn ich das mal vergleiche, habe ich eine Ersparnis von 202 € oder anders gesagt, ich habe effektiv für die Rechnung nur noch 988 € bezahlt. Und hier wird dann vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlich, weil viele haben ja Schwierigkeiten mit dem Begriff absetzen. Die wissen nicht genau, was das genau bedeutet. Die denken, also manche denken, das Finanzamt bezahlt das dann komplett für einen. Manche denken dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ganz komische Sachen. Aber tatsächlich bedeutet ja absetzen nichts anderes, als ich kann mein Gewinn oder mein Einkommen reduzieren, beziehungsweise reduziere die Grundlage, auf der die Steuern ermittelt werden. So, und das seht ihr hier oben. Also das zu versteuernde Einkommen wird reduziert. Und dadurch muss ich auch weniger Steuern zahlen. So, und jetzt gibt es natürlich, das ist jetzt so dieser Basisfall. Jetzt ist es aber so, wenn wir natürlich ein bisschen mehr machen und auch ein bisschen höheres Einkommen haben, dann kann es natürlich sein, ich habe das hier einmal durchgerechnet für ein anderes Beispiel. Also wir gehen einfach mal von einem höheren Monats- bzw. Jahresgehalt aus. Gleiche Situation, gleicher Rechnungsbetrag. Und am Ende seht ihr, ich scroll nochmal ein Stück hoch. Ihr seht, die Ersparnis ist sogar noch höher, je mehr man verdient. Das ist natürlich aufgrund der Steuerprogression. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Und effektiv ist es dann hier unten nur noch 820 €, was die Rechnung euch tatsächlich kostet. So, und jetzt fragen sich natürlich manche, woran liegt das? Unten in der Videobeschreibung habe ich euch den Link hier zu dem Steuerrechner reingepackt. Und hier oben könnt ihr schon mal sehen, wie sich die Steuer berechnet. Das Ganze passiert ja hier in mehreren Stufen und
In dem Falle von, was hatten wir oben gesagt, 72.000 Euro, dann befinden wir uns hier schon im Spitzensteuersatz, aber noch nicht in diesem Bereich der Reichensteuer, also bei 42%. Die 42% werden aber nur auf den Betrag, der über dieser Kante hier liegt, also irgendwo bei, ich könnte es jetzt nachgoogeln, ach ne, hier oben steht es ja sogar, über 57.000 Euro. Alles, was darüber ist, wird mit 42% versteuert. Und alles, was da drunter ist, wird entsprechend weniger versteuert. Also hier oben seht ihr die genaue Berechnung. Und deswegen macht es am meisten Spaß, wenn man sich von der Steuerlast möglichst in diesen Bereich hier runterdrücken kann. Also es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, Rechnungen zu besorgen oder künstlich irgendwelche Ausgaben zu generieren, die dafür sorgen, dass deine Einnahmen noch viel, viel, viel weiter hier runtergehen, weil dann würde ich mir lieber diese Einnahmen aufsparen und ja, man kann die ja dann einfach, ich sage jetzt mal als Beispiel, durch 5 teilen, also dass man die auf die nächsten 5 Jahre verteilt, aber da auf jeden Fall mit dem Steuerberater sprechen, also das würde ich, es sei denn natürlich, ihr wisst, was ihr da macht, aber ich würde es halt aufteilen. Ihr kennt das ja vielleicht auch von einem Laptop zum Beispiel. Da war das ja früher so, dass man Laptop auf 3 Jahre aufteilen musste. Ist ja mittlerweile gekippt, oder das heißt gekippt, aber da gibt es vom Bundesministerium für Finanzen gibt es da jetzt so eine neue, ich weiß nicht, wie heißt das nochmal, so ein Brief, ein Schreiben, genau, Schreiben nennt sich das. Und deswegen könnt ihr da Laptops auch komplett absetzen. Aber bei so größeren Sachen wäre das eine Überlegung, ob man nicht die Kosten einfach stückelt über die nächsten Jahre. Ne? Dass man halt nicht hier unten, also hier zum Beispiel hier unten Steuern sparen, macht ja gar keinen Sinn in dem Bereich, weil da zahle ich keine Steuern, da kann ich auch nichts sparen. Und von daher kann man das nochmal ein bisschen optimieren. Aber die Kernaussage ist ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden, dass es einfach sich nicht lohnt, die Sachen schwarz zu machen. Ihr zahlt am Ende sogar mehr, seht ihr ja. Also 1.000 Euro bar gegen 820 Euro in dem Beispiel, wenn ich es auf Rechnung mache. Und ich habe das auch mal gegenübergestellt und habe so festgestellt, selbst wenn man diesen Rechnungsbetrag auf 1.500 Euro aufbohren würde, also ich sage mal 50% mehr, dann wäre man so ungefähr break-even, also dann würde man nicht wirklich was sparen, aber nur einfach, dass ihr das mal so eine Idee bekommt, was das für ein krasser Unterschied ist. Also macht es niemals schwarz, hat nämlich auch noch einen anderen Hintergrund. Also ihr habt ja keine Gewährleistung, das ist natürlich richtig ärgerlich. Und ihr macht euch natürlich auch irgendwo strafbar, ne? Wenn ihr da solche Sachen, wie nennt man das, hier Vorschub leistet oder so. Aber stellt euch mal vor, ihr habt einen Wasserschaden oder irgendwas ist passiert und dann ist ja am Ende die Frage, wer war es? Kann man da jemanden in Regress nehmen? Ihr habt da euren Mietern gegenüber eine Verantwortung, die ihr tragen müsst und die Versicherung wird dann am Ende auch vielleicht Fragen stellen und dann ist es immer gut, wenn man eine Rechnung vorweisen kann und auch die Firmen, die sind ja auch versichert in solchen Fällen. Aber wenn ihr keine Rechnung habt, dann habt ihr auch keinen Ansprechpartner. Könnt ihr da niemanden irgendwie in Regress nehmen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, also einfach da unten draufklicken und lasst mir doch auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Entweder ein Feedback zu diesem Video oder was ihr sonst noch so wissen wollt, was ich in Zukunft machen soll. Anregung, Kritik ist immer gern gesehen. Ich versuche auf jeden Kommentar zu antworten und freue mich schon auf euch im nächsten Video.